Hallo zusammen, mein Name ist Birgit Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Videoreihe von Kirchendigital zu KD Online-Spende, dem Online-Spendentool der KD Bank. Die KD Bank ist die Bank für Kirche und Diakonie und hat dieses Tool speziell für Kirchengemeinden und kirchliche Organisationen entwickelt. Euer Referent dieser Reihe ist Mirko Sobetzko und er wird euch zeigen, wie ihr das Tool auf eurer Homepage integrieren und so Online-Spenden generieren könnt. Im ersten Video werft ihr mit Mirko einen Blick auf die Nutzeroberfläche und durchläuft einmal den kompletten Spendenvorgang aus der Sicht eines potenziellen Spenders oder Spenderin. Hallo auch von mir. Ich freue mich darauf, euch in den nächsten Minuten zeigen zu können, was das KD-Spendentool denn für euch und eure Gemeinde machen kann. Hierfür möchte ich euch meine eigenen Erfahrungen zeigen, in meiner eigenen Gemeinde, der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich, und begebe mich deswegen erstmals in die Rolle eines Spendenden und gehe doch einfach mal auf unsere Gemeinde-Homepage, um zu schauen, was hat denn die Kirchengemeinde Lechenich überhaupt zu bieten. Schaue mir jetzt diese Webseite an und sehe hier unten schon einen Button, der online spendet. Der mich sehr interessiert, weil ich als Spendender doch eine Spende an diese Kirchengemeinde richten möchte. Ich sehe erstmal das allgemeine Profil, einen kleinen Text, wofür stehen wir, was machen die. Ich sehe die aktuellen Projekte der Kirchengemeinde und ich sehe Kontaktdaten zu einer Kontaktperson, an die ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe zu den einzelnen Projekten oder zu dem, was gerade ansteht. Dann gehe ich doch direkt mal weiter. Und ich möchte für die Jugendarbeit der Gemeinde spenden. Indem ich da drauf geklickt habe, komme ich dann auf die Projektseite zu dieser Spende. Sage Jugendarbeit. Hier ist auch nochmal ein kleiner Text, den ich lesen kann. Und hier habe ich auch schon die Möglichkeit, direkt meine Spende abzusetzen. Gehe ich doch direkt mal weiter. Ich möchte einmalig spenden. Ich kann hier Spendenbeträge auswählen, die vorgegeben werden, oder ich setze einen Wunschbetrag ein. Setze mir mal einen Wunschbetrag ein und sage 30 Euro. Hier kann ich Zahlungsarten auswählen, die mir vorgegeben werden, wie ich die Spende gerne übermitteln wollen würde, und drücke dann auf Weiter. Hier kann ich dann meine persönlichen Daten einsetzen, meine Bemerkung an die Kirchengemeinde richten. Und hier kann ich auch eine Spendenquittung anfordern. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Spende für über 900 Euro machen würde, würde ich die auf jeden Fall anfordern. Für 80 Euro ist das für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, aber die Möglichkeit besteht bei jeder Kleinspende. Hier kann ich noch meine Kontaktdaten angeben, die dann nachher auch auf der Spendenquittung erscheinen. Ich nehme noch den Hinweis zum Datenschutz wahr und kann dann noch weiterklicken. Und könnte dann zum Schluss noch die Spende nochmals überprüfen und dann entsprechend absenden. Und schon habe ich in einem Interface, in einem Formular die Online-Spende direkt abgesetzt. Die Vorteile, die ich hier sehe, sind ganz klar, dass ich keine Installation benötige eines weiteren Tools oder einer Online-Banking-Möglichkeit. Ich kann es direkt auf der Website der Gemeinde einbetten. Ich kann es von dort direkt aufrufen und werde von dort direkt verlinkt. Die Spendenden müssen auch keinen Online-Banking-Zugang mehr separat anwählen, sondern sie können einfach die Zahlarten auswählen, wie sie die Spende übermitteln wollen. Also es geht alles in diesem einen Case. Geeignete Projekte sind, wie gesagt, überall vorstellbar. Was ihr da reinsetzt, da seid ihr vollkommen frei. Wir haben uns damals als Gemeinde dafür entschieden, um die Reichweite für diese Projekte zu erhöhen, um einfach auch die Komfortabilität der Online-Spende unseren Spendenden nochmals näher zu bringen und zu zeigen, okay, hier, wir zeigen euch auch, wie ihr das ganz komfortabel per Handy, per Smartphone, per PC machen könnt. Und der Effekt ist dann tatsächlich, dass wir das auf der Gemeinde-Homepage integriert haben und wir können daraus auch Flyer generieren, indem wir dann die QR-Codes abdrucken. Also diese Möglichkeit, die Reichweiten von Spendenzwecken zu erhöhen, ist dadurch mehr als gegeben. Wie wir das damals eingerichtet haben,
und was dafür notwendig ist, das zeige ich euch in einem zweiten Tutorial.